hier mit mir in meinem Bett mit komischen, welligen Haaren meinerseits. Und ja, ich hoffe, ihr habt alle gute Laune. Ich möchte heute gerne unbedingt mit euch über Dinge, die mich begeistern, reden. Und zwar über meine Lieblings-Netflix-Serien. Liebe Leute, wenn ich jetzt irgendwie erzählen würde von wegen, ihr müsst unbedingt Haus des Geldes gucken und Prison Break und Vampire Diaries und alles, was man irgendwie schon 3 Millionen, Trillionen Mal gehört hat, würde ich euch sagen, ja, ist ein bisschen langweilig. Genau deswegen werde ich diese ganzen Serien einfach mal so über Bord schmeißen und zu den wirklich spannenden Serien übergehen. Und zwar zu den Serien, die ich persönlich unnormal abgöttisch feier, liebe und verehre und die halt einfach nicht so bekannt sind. Und genau deswegen dachte ich mir, ja Mann, das muss ich unbedingt mit euch teilen. Es könnte sein, dass vielleicht das ein oder andere eine richtige Weiber-Serie ist. Zwei Sachen dazu. Erstens, ich werde das vorher sagen. Das heißt, derjenige, der darf gerne überspringen und zum nächsten Film oder auch Serientipp übergehen. Höchstwahrscheinlich Serientipp. Aber genau, derjenige, der darf gerne dann irgendwie übergehen und sagen, okay, ich überspringe jetzt diese Serie, weil das ist ja eine reine Weiber-Serie. Was will ich denn damit? Punkt 2, wenn ich sage Weiber, ist das absolut nicht abwertend gemeint. Und null böse oder so und definitiv nicht frauenfeindlich. Also jeder, der mich irgendwie im Real Life kennt, der würde sagen, ja Mann, Laila ist auf jeden Fall so eine kleine Emanze. Ja, wisst ihr Bescheid. Fangen wir an. Ich entschuldige mich schon mal im Voraus dafür, dass ich vielleicht ein kleines bisschen zu schnell geredet habe. Ich habe da bis gerade noch nicht so drauf geachtet, aber jetzt werde ich wieder ein bisschen langsamer versuchen zu reden. Kommen wir nun zu den unbekannten Netflix-Schätzen, die ihr vielleicht noch nicht gesehen habt. Und die euer Leben definitiv bereichern werden um einige abgefahrene, coole Serien. Nummer 1. Wenn ich das nicht an erster Stelle setzen würde, dann wäre das sehr geheuchelt. Auf jeden Fall Jane the Virgin. Und das ist definitiv eine kleine Frauenserie. Deswegen, liebe Männer, ihr könnt gerne irgendwie jetzt mal kurz überspringen. Ihr könnt natürlich gerne dranbleiben, ne? Aber der Punkt ist, Jane the Virgin ist eine junge Dame, welcher ihrer Oma damals versprochen hat, Oma, ich werde auf jeden Fall bis zur Ehe mit dem Sex warten. Und das will sie dann auf jeden Fall durchsetzen und tun. Und ja, ist dann, um nicht zu viel zu verraten, im Krankenhaus gelandet, wo sie dann festgestellt haben, hey, du bist ja schwanger. Und die liebe Jane so, das kann ja gar nicht sein, ich hatte doch noch nie Sex. Und so fängt im Prinzip mehr oder weniger die Serie an. Und es ist unnormal lustig, es ist sowas von geil und zum Totlachen und gleichzeitig irgendwann zwischendurch auch zum Heulen und wieder zum Lachen und es ist so emotional und so geil und so. Keine Ahnung, man fiebert einfach mit und man denkt sich so, boah, das ist, man fühlt einfach so mit den Personen, man denkt sich so, boah, Jane the Virgin, I feel you und deine Familie ist meine Familie und dann ist auch noch so lateinamerikanisch, spanisch angehaucht, das ist sowieso richtig süß und knuffig und so ein bisschen, ja, so ein kleines bisschen Telenovela-Style, aber geiler, 1 Million Mal geiler, kann ich euch richtig hart ans Herz legen, Leute. Also wer irgendwie auf eine lustige, herzzerreißende Komödie steht, wobei es ist nicht dieses typische, also es ist schon schnulzig. Wenn ich sagen würde, es ist nicht schnulzig, wäre es gelogen. Aber es geht um so viel mehr als nur um Liebes- und Schnulzgeschichten. Es geht um so viel mehr. Jane the Virgin ist tatsächlich unfassbar detailreich und dadurch resultierend auch komplex und es macht einfach Riesenspaß, diese Serie zu gucken. Und man schließt definitiv die ganze Familie irgendwie richtig hart ins Herz und es ist einfach, es tut einfach gut, es tut der Seele gut, diese Serie zu gucken. Serie Nummer 2. Ich dachte, ich werde einfach jetzt der Einfachheit halber das genauso handhaben. Das ist eben, ja, ich hätte bis gerade so gesagt, es könnte eine Frauenserie gewesen sein, aber ehrlich gesagt bin ich mir da nicht so ganz sicher. Deswegen müsst ihr euch da selber eine Meinung bilden. Grace and Frankie ist auf jeden Fall keine Serie für alte Leute. Es geht um zwei Ehepaare, die schon einige Jahrzehnte verheiratet sind. Dann im etwas älteren Alter haben sich diese zwei Männer, der Ehepaare ineinander verliebt, haben dann ihre Ehefrauen verlassen und beginnen dann ein Leben in der Homosexualität, während die Frauen sozusagen sitzen gelassen wurden. Und es ist eine Mischung zwischen unfassbar lustig, zwischen zwei Frauen, die nicht unterschiedlicher hätten sein können, eine Mischung zwischen Spiritualität und Glauben und natürlich auch irgendwo gesellschaftliche Kritikpunkte und gesellschaftliche Kritik. Die Serie ist auf jeden Fall gesellschaftskritisch zum Todlachen und irgendwie, weiß ich nicht, die zwei Personen, die sind halt so, die sind wie Pech und Schwefel, die zwei Frauen, die übrig geblieben sind, genauso wie die Ehemänner. Also
Die Ehemänner sind unterschiedlich wie Tag und Nacht, genauso wie die Ehefrauen jeweils unterschiedlich wie Tag und Nacht sind. Und dass jeweils quasi der eine Mann den anderen Mann dann irgendwie, ja, gern hat, das ist einfach... Ich möchte gar nicht so viel verraten, das ist gerade so mein Dilemma. Ich werde euch es kurz und knapp sagen. Die zwei Männer haben sich auf jeden Fall ineinander verliebt. Die zwei Frauen sind übrig geblieben und finden einander eigentlich sehr scheiße. Und haben sich dann im Endeffekt doch angefreundet, obwohl sie unterschiedlich wie Tag und Nacht sind. Das kann man gar nicht anders sagen. Sie durchleben eine sehr spannende, interessante, herzzerreißende, emotional hoch- und tiefreiche Zeit. Und diese schweißt sie irgendwie zusammen. Ich bin noch nicht so weit. Ich habe sie noch nicht zu Ende geguckt, die Serie. Ich bin auch erst am Anfang, aber... Das, was ich sagen kann, ist, es ist zum Totlachen, es ist unfassbar süß und niedlich und die Charaktere sind einfach richtig lustig und es ist so eine Serie, bei der kein perfekter Schein existiert, weil einfach jeder Fehler macht. Und ich finde solche Serien persönlich richtig cool, weil ich mir halt so denke, Leute, wir sind alle Menschen und alle machen Fehler und wieso zeigen wir nicht einfach mal in den Serien, was alles schief läuft und dass jeder Charakter Scheißeigenschaften hat und dass einfach... jeder nur ein Mensch ist und es nicht dieses Optimale gibt, weil meistens hat man einen Protagonisten und dieser ist dann perfekt. Und das feiere ich halt richtig hart, weil wirklich jeder irgendwie so eine Macke hat in der Serie und das ist einfach richtig cool. Grace und Frankie, zwei ältere, sehr herzzerreißende, zum Tod lachende Damen, ja, ist auf jeden Fall nichts für alte Leute. Kommen wir zu Good Girls. Good Girls ist unnormal cool, unnormal spannend. Also ich finde, in Good Girl, da kann man kurz und knapp zusammenfassen, drei Frauen, drei Familien, alle drei reiten sich richtig in die Scheiße mit einem kleinen Überfall, um ihre Kurzzeitprobleme, die ihnen sehr, sehr groß erscheinen in dem Moment, zu lösen. Und es sollte eigentlich eine einmalige Sache sein und im Prinzip reiten sie sich da alle in so eine Sache rein. Und es ist tatsächlich seit der ersten Folge unnormal spannend und fesselnd und... brillant! Ich finde es richtig gut und gut durchdacht und ich habe es noch nicht zu Ende geguckt, aber ich muss euch auf jeden Fall daran teilhaben lassen. Es ist richtig, richtig cool. Falls ihr auf der Suche nach einer spannenden, lustigen oder also wirklich unnormal lustigen Serie seid, dann probiert Good Girls. Ihr merkt schon, ich stehe auf lustige Sachen. Ich liebe lustige Sachen. Ich liebe lustige Serien, Komödien. Ich merke gerade, es ist irgendwie doch eine leichte Frauen-Netflix-Serien-Vorstellung geworden. Dabei wäre das gar nicht mein Ziel, aber irgendwie sind diese Serien sind alle so ein bisschen angehaucht an Frauen, aber auch nicht nur für Frauen. Also ich kenne richtig viele, die Jane the Virgin auch als Mann feiern, genauso wie ich. Grace and Frankie nicht, nee, bei Grace and Frankie kenne ich einfach niemanden, der die Serie kennt, außer eine andere sehr liebenswerte Frau. Aber ansonsten kenne ich leider nur, ja, bei Jane the Virgin auf jeden Fall einen Typen, der das guckt und... Good Girls. Kenne ich auch jemanden, der das guckt, der männlich ist. Ja. Ja, irgendwie ist es doch so ein bisschen in so eine Frauen-Netflix-Serien-Vorstellung geworden. Es tut mir ein bisschen leid, das war gar nicht so geplant. Aber, liebe Männer, ihr könnt definitiv auch diese Serien gucken. Bei Jane the Virgin kenne ich auf jeden Fall auch Männer, die die Serie... Bei Jane the Virgin kenne ich auf jeden Fall auch Männer, die die Serie gucken. Genauso... Bei Grace und Frankie kenne ich leider keinen Mann, der das guckt, aber das liegt einfach daran, dass, das liegt höchstwahrscheinlich einfach nur daran, dass die Männer noch nicht angefangen haben, diese Serie für sich zu entdecken. Und genau aus diesem Grund, liebe Männer, guckt diese Serie, probiert's aus und lasst euch überzeugen. Kommen wir nun zu einer vielleicht etwas umstrittenen Serie. Kochen mit Cannabis, liebe Leute. Habt ihr das schon geguckt? Falls nicht, das gibt es auf Netflix. Und es ist richtig lustig und also ich persönlich, es ist immer so, ich persönlich muss sagen, ich habe mich richtig, richtig, richtig beömmelt. Ich fand die Serie richtig lustig. Kochen mit Cannabis, liebe Leute. Ich muss dazu sagen, sehr, sehr lustig. Spannende Rezepte, die es da so gibt, wo man das eine oder andere Cannabisblättchen, Knöllchen, wie auch immer, irgendwie mit einfließen kann in das Rezept. Und ich persönlich habe mich sehr gut unterhalten gefühlt. Plus, ich habe sogar das ein oder andere über diesen sehr spannenden Stoff lernen können. Und ja, weil da zwischendurch so ein paar wissenschaftliche Dinge mit einfließen. Und es ist sehr, sehr, sehr lustig und einfach gute Unterhaltung, irgendwie zu gucken. Selbst wenn ihr irgendwie nur auf Kochen steht, könnt ihr euch die Rezepte natürlich auch einfach nachkochen zu Hause. Ihr müsst da ja nicht irgendwelche komischen Dinge mit reinmischen. Aber die Serie ist einfach unfassbar gute Unterhaltung. Ja, ich beende nun...
diese Serienempfehlung, das war es jetzt schon, liebe Leute. Und im Prinzip ist es eine vielleicht etwas feminin angehauchte Netflix-Serienempfehlung geworden, was gar nicht so geplant war. Aber ja, ich als Emanze und als Gleichberechtigungs- möchte gern Beauftragte, möchte an dieser Stelle gerne sagen, liebe Männer, ihr dürft sehr gerne Frauenserien gucken. Und liebe Frauen, ihr dürft sehr gerne Männerserien gucken. Generell sollte es überhaupt gar nicht die Sparte zwischen Männern und Frauen geben. Und ich finde es ein bisschen doof, dass es überhaupt diese Sparte gibt. Um das hier mal kurz auf den Punkt zu bringen. Und genau aus diesem Grund, liebe Leute, vergisst Männer- und Frauenserien. Serien sind Serien. Entweder Comedy, nicht Comedy, schnulzig, nicht schnullig, Action oder halt auch Thriller, Horror, I don't know. Aber alle Serien finden bestimmt ihre Befürworter und sind dementsprechend auf ihre eigene Art und Weise cool. Und Frauen und Männer dürfen jegliche dieser Serien gucken, ohne dafür irgendwie gesagt zu bekommen, oh mein Gott, du guckst ja voll die schnulzigen Sachen, wieso guckst du sowas? Seid nicht so genderfixiert. Ja, das war mein Wort zum heutigen Tag, wann auch immer ich dieses Video hochlade. Ich freue mich sehr aufs nächste Video mit euch und viel Spaß. Ich hoffe, das eine oder andere Serienbaby wird vielleicht auch bei euch irgendwie geschaukelt werden oder so. Ich beende dieses Video, bevor ich jetzt noch mehr Müll von mir gebe. Dementsprechend viel Spaß mit den Serien. Ich hoffe, ihr kanntet sie noch nicht und bis bald. Ich habe jetzt irgendwie eine Woche nicht vor der Kamera gesessen und es fühlt sich einfach richtig komisch an, jetzt wieder mit der Kamera zu reden und zu interagieren. Und ich merke wieder, dass ich sehr schnell gesprochen habe. An dieser Stelle entschuldige ich mich bereits im Voraus und im Nachhinein, je nachdem, ob ich es vorschneide und dann quasi an den Anfang setze, entschuldige ich mich. Entschuldige. Oh, okay. Ich entscheide mich doch gar nicht. Und das will sie dann auch auf sie. Ich kann nicht reden. Wie ich bei Good Girls Männer kenne, die diese Serie gucken. Bei Gabriel. Wieso habe ich denn so einen Sprachfehler heute? Kommen wir nun zu der einerseits sehr lehrreichen. Wieso habe ich denn so einen Sprachfehler? Bis bald!